What a beautiful introduction. Not only the words, but the music. Was für eine schöne Einführung, nicht nur die Worte, sondern auch die Musik. And you express, dear brother, exactly why I feel happy to be here. Und mein lieber Bruder, du hast jetzt gerade genau das ausgedrückt, was ich fühle, warum ich hier bin. Together with you to be, your family, and the rest of my new and old friends. Um mit dir und deiner Familie zusammen zu sein und den anderen alten und neuen Freunden. And a special thanks to Vandana for her seva. I speak German, and I enjoy speaking German. I'm very good German. Ich spreche gern Deutsch und es macht mir auch Freude, Deutsch zu sprechen. Ich spreche, also er versteht alles auf Deutsch. Yeah, because no secrets. No secrets, secrets. But I want to try, as I always do, to speak from my heart. And speaking from my heart goes best when in the language that your mother gave you. Also ich versuche von meinem Herzen zu sprechen und das geht am besten in der Muttersprache, in der Sprache, die ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Like the mother's milk, the language of the child comes from the mother's heart. So wie die Muttermilch, so kommt auch die Sprache von dem Herz der Mutter. I'm so glad you mentioned Hingabe. Ich bin so froh, dass du die Hingabe erwähnt hast. Because that's what I want to talk about today. Surrender. Weil das ist genau das, worüber ich heute sprechen möchte. I've been talking about and thinking about Bhagavad Gita for 2 years now. Ich habe jetzt seit 2 Jahren über die Bhagavad Gita meditiert und auch darüber gesprochen. And one of the most important ideas is surrender. Und eine der wichtigsten Ideen darin ist die Hingabe. So I really want to invite you to meditate with me on what that really means deeply. Ich möchte euch einladen, wirklich darüber zu meditieren, was die tiefere Bedeutung von Hingabe ist. On the surface we all know we're invited to surrender. An der Oberfläche wissen wir das alle, dass wir dazu eingeladen sind, uns hinzugeben. To God, to Radharani, to Ishtadev. Zu Gott, zu Radharani, zu unserer ganz, wo wir uns ganz persönlich hingezogen fühlen, zu diesem Form von Gott. But I find that in my path. Aber ich habe herausgefunden, dass auf meinem Weg. It's difficult to realize what surrender is. Es gar nicht so einfach ist, zu realisieren, was Hingabe wirklich bedeutet. Just surrender, Uddhav, my guru says. Mein Lehrer sagt, gib dich einfach hin, oder? Just surrender, it's simple. Es ist einfach, gib dich einfach hin. And then I go to my dark and lonely room and I put my fists together and say, surrender. Und dann gehe ich in meinen dunklen Raum und sitze da ganz allein und ball meine Fäuste und sage so, und jetzt gebe ich mich hin. And I'm not sure that I managed. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich geschafft, ob mir das gelungen ist. So this is why I've tried very hard to meditate on what this actually can mean, to surrender oneself. Und deswegen habe ich da wirklich viel drüber meditiert, was es eigentlich wirklich bedeutet, sich selber hinzugeben. It's a very, on the one hand, it's a very technical idea. Auf der einen Seite ist es tatsächlich auch eine Art technische Idee. And on the other, it's the most personal, intimate, emotional thing we can do. Und auf der anderen Seite ist es das Persönlichste, das Allerintimste und das aller mit den meisten Gefühlen verbundene, was wir überhaupt vermögen zu tun. Give myself to you? Mich selbst dir zu schenken? Do I get to keep something? Muss ich da noch etwas für mich behalten? Will you value what I give you?
Wirst du das überhaupt wertschätzen, was ich dir gebe? Will you understand what I give you? Wirst du das verstehen, was ich dir gebe? So these are the kinds of questions that both have difficult answers and beautiful, inspiring answers. Das sind die Fragen, um die es mir geht, und da gibt es wunderschöne und inspirierende Antworten. Start with the technical side. Fangen wir mal mit der technischen Seite an. In the West, surrender, this is a common idea. Im Westen ist Hingabe eine verbreitete Idee. It's a political and military and police idea, right? Es ist eine politische, eine militärische und eine auch Idee der Polizei. When you lose the war, you surrender to the enemy. Wenn du den Krieg verloren hast, dann unterwirfst du dich dem Feind. When the police knocks on your door, then you surrender to the police. Wenn die Polizei an deine Tür klopft, dann machst du ja auf, dann gibst du ein. But what are you giving then when you give yourself, when you surrender? Was gibst du dann, wenn du dich da hingibst, sozusagen? Ist vielleicht nicht die richtige Übersetzung in dem Zusammenhang, aber es scheint das Gleiche zu sein im Englischen. Yeah. Yeah. It's not right in English either. Also, okay. What is being surrendered? Was wird da eigentlich hingegeben? Well, it's our material selves. Das sind unsere, die materielle Ebene unseres Seins. When I surrender to the police, I give my body. Wenn ich mich der Polizei hingebe, dann gebe ich da meinen Körper hin. They put me in the irons and they put me in the car and they take my body away. Dann nehmen sie mich in die Handschellen und stecken mich ins Auto und die tragen meinen Körper weg. They don't ask me about my soul. Die fragen nicht nach meiner Seele. Usually, yes. Also normalerweise. When I lose the war and I surrender to the enemy. Wenn ich den Krieg verliere und mich dem Feind hingebe, then I surrender my material control. Dann gebe ich meine materielle Kontrolle hin. So control of my resources, of the people and the tanks and the guns. Die Kontrolle über meine Ressourcen, mein Volk, meine Armee, meine Waffen und so weiter. Even I thought just a moment. In chess language we surrender, don't we? Auch in der Sprache vom Schach haben wir auch das, ne? Yeah. Also diesen Ausdruck, dass wir uns ausliefern oder hingeben. We put the queen down and wir legen die Königin waagerecht und sagen, das war's so. But here I'm surrendering my mind. I say, your mind has beaten my mind. Aber hier geht es um die Hingabe von Geist. Dein Geist hat meinen Geist wie erobert, oder? Ja. Yeah. So, all these examples from everyday language, they're focused and connected to our material existence. All diese Beispiele aus dem Zusammenhang der materiellen Welt, die wir hier aus dem allgemeinen Leben, die beziehen sich auf die materielle Ebene unseres Seins. All the qualities about you or me that are interesting for the policeman can be put on a piece of paper. All die Qualitäten von uns selbst, die interessant sind für den Polizist, die können wir auf ein Stück Papier schreiben. Address. Unsere Adresse. Height, weight, job, education, past crimes. Größe, Gewicht, unsere Ausbildung, was wir schon alles an Verbrechen begangen haben. Or the enemy general in the war surrender, he can put on a piece of paper too. Tanks, guns, soldiers. Und auch derjenige, das Land, was den Krieg verloren hat, kann auch auf ein Papier schreiben, was es da jetzt alles ausliefern wird, wie viele Tankladungen und wie viele Land und so weiter. Häuser. All material. Es ist alles auf der materiellen Ebene. And all based on a conception of a human being, which is material. Und alles basiert auf einem Konzept von der menschlichen Existenz, was nur auf die Materie ausgerichtet ist. This idea that's so strong in Western society that the individual is sovereign and capable and rational and can make judgments on its own.
Das ist eine sehr stark verbreitete Idee in der westlichen Kultur, dass wir sozusagen als individuelle Existenz überlegen sind und selbstständig Entscheidungen treffen können und agieren können. Mm-hmm. That we're sovereign. Sovereign means überlegen, sovereign. Oder? Ja, ein souverän. Souverän sind. Kann man das ausdrücken? Souverän. Eigenständig. We're eigenständig. So we have rights, we have obligations, we have duties, and these are all based on who we are as persons. Wir haben Rechte, wir haben Verpflichtungen, und das basiert alles darauf, wer wir sind als Person. And all these rights and obligations, they're also on paper. Und all diese Rechte und Verpflichtungen, die existieren auch auf einem Papier. Yeah. Look in your constitution, look on the Declaration of Human Rights. Wenn du in die Verfassung guckst, in die Menschenrechte. Hmm. So, if you are a German citizen, you have a German passport. Als Deutscher hast du einen deutschen Pass. Everything we need to know about you from this point of view is on a piece of paper. Und alles von dieser Art der Herangehensweise können wir auf einem Stück Papier zusammenfassen. Okay, enough of this. It's making me sad talking about it. Now let's go over to the... Okay, das macht mich jetzt echt traurig, da so weiter reinzugucken. Jetzt schwenken wir mal hier. What is spiritual surrender? Was bedeutet die spirituelle Hingabe? Who gives? What is given? To whom is it given? Wer gibt hier eigentlich und was wird gegeben und zu wem wird etwas gegeben? What is given, and I'll come back to this, is our soul. Was gegeben wird, das ist unsere Seele. And what that can mean, we'll try to explain. Und was das bedeutet, was es bedeuten kann, das versuchen wir hier zu erklären. Oh. So something about who I authentically am, truly am, eternally am, is given. Also etwas, was ich wirklich bin, was mein ganz authentisches Sein ausmacht, das wird mir gegeben. Hmm. Would given. Would be given. Würde mir gegeben. No, is given to the other. Wird gegeben, ja, habe ich auch would gesagt. Have, ja, das wird mir gegeben. Ja. Mm-hmm. So surrendering to God is giving me to God in terms of my soul. Not my body, not my external qualities, but my soul. Mich hinzugeben zu Gott, das bedeutet also, dass ich diese spirituelle Ebene hingebe. Mm. And that somehow God sees that soul and accepts it. Und dass Gott diese Seele erkennt und sieht und sie akzeptiert. And perhaps more difficult, that I know what my soul is and I know how to give it. Und vielleicht ist das noch etwas schwieriger, dass ich weiß und verstehe, was ist meine Seele und sie auch wirklich gebe. Does that mean that I stop thinking or that I stop feeling? Bedeutet das dann, dass ich aufhöre zu denken oder aufhöre zu fühlen? That I let God think for me? Dass Gott dann für mich denkt? What does this mean? Was bedeutet das eigentlich? Let's divide the question into three. Lass uns diese Frage mal in drei Teile teilen. The giver, der gibt, the gift, das Geschenk, and the receiver, und der empfängt. Mm-hmm. As the giver, what am I doing when I'm surrendering? Als ein Gebender, was tue ich, wenn ich mich hingebe? Usually when we give a gift in material terms, it has some value for us. Normalerweise, wenn wir ein Geschenk geben, hat es einen bestimmten Wert. I have a nice, what should I say, a cake that I've baked. Ich habe einen super schönen Kuchen gebacken hier. And I believe it's beautiful and valuable and tastes good. Und ich bin der Überzeugung, dass es wirklich einen Wert hat und dass er richtig gut schmecken wird. I want to give this gift to you. Und ich möchte ihn dir gerne schenken. Because I want to give this value that I think it has. To you.
weil ich diesen Wert, von dem ich annehme, dass dieser Kuchen ihn besitzt, dir gerne schenken möchte. And I want you to feel that it has the same value that I feel it has. Und ich möchte gerne, dass du auch fühlst diesen Wert, wo, von dem ich glaube, dass er diesen hat. Mm-hmm. It's a material gift. Das ist ein materielles Geschenk. And that means that I'm attached to it. Das bedeutet, dass ich angehaftet bin daran. That in order for it to have a value, it must be something that I want to have too, but I give away. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es einen Wert hat, dann bin ich, then it means that I'm attached to it, if I put a value on it. Yeah. It's something that I would prefer to have, but out of love for you, I give it to you. Es ist also, genau, also diese Anhaftung, wenn ich denke, es hat einen Wert, ich würde es aber eigentlich lieber für mich behalten, aber ich gebe es trotzdem dir. This is a material gift, but when I give myself to you, das wäre ein materielles Geschenk, aber wenn ich mich selbst wirklich dir hingebe, I don't give anything. Dann gebe ich nichts. Nothing that has value. Dann gebe ich nichts, was einen Wert, einen sogenannten Wert hätte. Or only something that would have value for God himself. Nur etwas, was einen Wert für Gott selbst hätte. So to give away one's soul, to surrender, is not to give anything, but to give up the thingness, give up having things. Die Seele hinzugeben bedeutet auch aufzugeben, Dinge geben zu wollen. That I give up the idea that I'm someone who has things like cakes to give. Dass ich diese Idee aufgebe, dass ich jemand bin, der etwas besitzt, wie zum Beispiel jetzt einen Kuchen. When I surrender to God, I say, I don't have any cakes for you. I don't have any valuable things to give you. I give myself. Wenn ich mich hingebe zu Gott, dann bedeutet das, zu realisieren, dass ich ja gar nichts habe, was einen Wert hat, was ich dir geben könnte, sondern dass ich nur mich selbst wirklich hingeben kann. So this, the gift then, to turn to that. Um nochmal zu dem Geschenk jetzt zurückzukommen. The second. Zweite Teil. The gift cannot be something that I can benefit from myself. Das Geschenk, es ist kein Geschenk, wenn ich da selber einen persönlichen Nutzen von habe. Right. It can have no special value for me. Es kann keinen speziellen Wert für mich haben. It can't be something I buy or sell or acquire. Es kann nicht sein, was ich kaufen kann oder herstellen kann. It can't be in any way attached to my ego. Es kann auf in keiner Form zu meinem Ego also verbunden sein, mit meinem Ego. This is so nice that I'm going to give it to you. Es kann nicht so etwas sein, was ich als so schön empfinde, dass ich es dir jetzt schenken möchte. In fact, you can only give away something that in surrender, you can only surrender something that really isn't yours. Du kannst tatsächlich nur etwas weggeben, was dir gar nicht, wovon du nicht behaupten kannst, dass es dir gehört. And what that thing is that isn't yours, that doesn't belong to your mind, your ego, yourself, that's your soul. Und das, von dem du nicht sagen kannst, dass es dir gehört, dass es dein Geist ist oder dein Körper, das ist dann die Seele. Sorry, if you feel like surrendering to someone. Also wenn du das Gefühl hast, du gibst dich jemand hin. And your ego says no. Und dein Ego sagt nein. Then you know it's right. Then you know it's yes. Dann weißt du, das ist richtig. Das bedeutet ja. Right. If your ego is attached to something that you should give away, that it doesn't want you to give away, then it's something that doesn't have any value for your soul. Wenn dein Ego da dran anhaftet, dann weißt du schon, okay, das ist jetzt mit deinem Ego verbunden, das hat eigentlich nichts mit deiner Seelenebene zu tun. So lastly then the receiver, part three. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, der Empfänger, die Empfängerin. What does the receiver want? Was möchte der Empfänger? The receiver wants to have a relationship with you. Der Empfänger möchte gerne eine Beziehung mit dir haben. The receiver wants to unblock the idea that he can be pleased by material things. Der Empfänger möchte gerne
diese Idee freilegen, dass er irgendwie befriedigt sein könnte durch materielle Sachen. So the receiver of your surrender is someone who's not interested in your things. Der Empfänger von deiner Hingabe ist jemand, der kein Interesse hat an irgendwelchen materiellen Dingen. But more importantly wants that you not to be interested in your things. Aber noch wichtiger für ihn ist, dass du selber nicht Interesse hast an diesen materiellen Sachen. So the receiver receives nothing. Again? Der Empfänger empfängt tatsächlich nichts. And that's exactly what the receiver wants. Und das ist genau das, was der Empfänger gerne möchte. The receiver wants only to open a door to your heart, to your soul. Denn der Empfänger möchte nur die Tür zu deiner Seele öffnen. Hmm. So surrendering to God means realizing that there's no material thing that has value. Sich Gott wirklich hinzugeben bedeutet, wirklich zu verstehen, dass es überhaupt nichts mit etwas Materiellem zu tun hat. And even attaching to material things is stopping us from opening a door to God. Und sich an die materiellen Dinge anzuhaften bedeutet, dass wir die Tür zu dieser göttlichen Ebene verschlossen halten. Surrendering is giving access to my heart. Hingabe bedeutet, einen Zugang zu meinem Herzen freizulegen. And what's most important, it's the realization that nothing is mine. Und was am wichtigsten dabei ist, die Realisation, dass mir selber nichts gehört. These material things, the cake, my car, my computer, these do not last. All diese materiellen Dinge wie der Kuchen oder mein Auto und mein Haus, das sind alles Dinge, die einfach nicht Bestand haben. They belong to the earth. Die gehören zur Erde. And as you know, just like our bodies, they will return to the earth. Und genauso wie unsere Körper werden sie zu der Erde zurückkehren. They're not ours. Die gehören uns nicht. They're not ours to give. Die können wir deswegen auch nicht weggeben. How can we surrender them? Wie können wir die dann also hingeben? What belongs to us? Was gehört uns denn eigentlich? What can we surrender? Was können wir hingeben? Our heart. Das ist unser Herz. Our soul. Unsere Seele. That's the only thing that belongs to us. Das ist das Einzige, was uns wirklich gehört. That's the only thing that we can surrender. Und das ist das Einzige, was wir wirklich hingeben können. So surrendering is a kind of realization. Hingabe ist eine Art von Realisation. That I, my ego, doesn't belong to me. Das ist die tiefe Realisation, dass ich und dieses Ego eigentlich gar nicht zu mir gehört. It will also disappear with my computer and house and car. Es wird genauso verschwinden wie mein Computer, mein Auto. But what is eternal, the only thing that has value without being anything, is the soul. Nur das Einzige, was wirklich ewig ist und Bestand haben wird, das ist die Seele. And the only way to validate its value is to link it to others, to God, but to other beings as well. Und die einzige Art und Weise, es zu wertschätzen und diesen Wert auch wirklich so zu fühlen, das ist, dass wir diese Seele in Beziehung setzen zu anderen und auch zu Gott. Mm. This is the only way to understand the value of the soul. It's to, like this, to have relations with people like you, other souls like you, to God, to our spiritual teacher. Das ist die einzigste Art, dass wir uns miteinander in Beziehung setzen und auch mit zum Beispiel einem spirituellen Lehrer eine Beziehung eingehen. Mm. So in this way, surrender is mercy. So, wenn man das so betrachtet, dann ist die Hingabe eine Gnade. Mercy is another one of these words that I always struggle with. Gnade ist auch eins von diesen Worten, wo ich immer so ein bisschen drüber stolpere. Mm. But it's also very powerful and important, essential idea. Es ist auch eine ganz essentielle und sehr, sehr wichtige Idee. Mm. Mercy is the goodness of something which you do not earn or deserve.
Gnade ist das Gute, was wir erhalten, obwohl wir es gar nicht verdienen. You can't expect it, you can't ask for it, you can't count on it. Du kannst es auch nicht erwarten, du kannst auch nicht danach fragen. Hmm. Du kannst es nicht verdienen. You can't buy it. Kannst es schon gar nicht kaufen. Can't trade it. Kannst es auch nicht tauschen. Can't sell it. Du kannst es auch nicht verkaufen. Merciful is something that comes. Gnadenvoll bedeutet, dass etwas zu dir kommt. That comes to you through the flow of events in the world. Es kommt zu dir durch den Fluss der Ereignisse in der Welt. You didn't deserve it. Du hast es nicht in dem Sinne verdient. Yeah, you can do nothing for it. Du kannst da auch nichts für tun. Hmm. So it's this already, I hope you feel in this idea, there's a huge part of surrender. I can't do anything about this, so I have to just let myself go. Vielleicht kannst du in dieser Idee schon spüren, wie viel Hingabe da drin liegt. Ich kann nämlich gar nichts dafür tun. Mm. So surrender is this experience of mercy, of admitting there's nothing that I can do with the force of my will. Hingabe bedeutet also, dass ich zugebe, dass es nichts gibt, was ich mit der Kraft aus meinem eigenen Handeln bewirken kann. Mm. It's giving up this idea that I'm the architect of my life. Es bedeutet, dass ich die Idee aufgebe, dass ich der Architekt meines Lebens bin. And that the world is there for my pleasure. Und dass die Welt zu meinem Vergnügen da ist. Mm. So it's a kind of, should I say, primordial, it's a kind of deep generosity. Und das ist wie so eine ganz basisgrundlegende Tiefe, eine tiefe Großzügigkeit, die allem zugrunde liegt. If I can give you a reason for surrendering, it's not surrender. Wenn ich dir einen Grund geben könnte, warum du dich hingeben solltest, dann kann daraus keine Hingabe entstehen. It can have no rhyme or reason, no cause and effect. Es kann keine Ursache dafür geben. So even knowing how to surrender, you cannot say, if I surrender today, maybe the weather will be better tomorrow. Also, wenn ich mich heute hingebe, dann wird das Wetter vielleicht morgen schöner. You can't attach any material conditions to it at all. Du kannst nicht die leiseste Form von einer materiellen Bedingung daran koppeln. And this is why I find it so challenging. Just surrender to God, Uttav. Und das finde ich gerade so schwierig daran, wenn mein Lehrer sagt, Mann, gib dich doch einfach hin. Yeah. So there has to be this sort of perfect generosity. Also es muss wirklich aus dieser hundertprozentigen Großzügigkeit entstehen. Mm. Unconditional generosity. Die bedingungslos ist, diese Großzügigkeit. That we don't want anything and we don't really seek anything by doing it. Dass wir nichts im Gegenzug wollen und dass wir einfach alles freigeben da drin. It's this feeling when we sit down in deep meditation and put down the shoulders and just say yes, yes. Dass wir uns wirklich tief in der Meditation verbinden, unsere Schultern einfach entspannen und sagen und wirklich ja sagen, tief, ein tiefes Ja sagen. Surrender is yes. Hingabe bedeutet ja. The answer to no question. Und das ist eine Antwort zu keiner bestehenden Frage. An answer without a question. Das ist eine Antwort, die da ist, ohne dass es die Frage gab. Mm. The only word in the universe we need. Yes. Das einzigste Wort im Universum, was wir benötigen, ist das Ja. There's a beautiful thing about, there are many beautiful things about the German language, but there's one that pleases me very much. Es gibt etwas, was ich an der deutschen Sprache sehr mag. Every language has a different way of expressing the idea it is or there is. Jede Sprache hat eine andere Art und Weise, wie sie ausdrückt, es ist so. And you must be a foreigner to notice that in German you say es gibt. In Deutsch sagen wir es gibt. Meaning literally it gives. Was ja, wenn man es wörtlich nimmt, es gibt, kommt ja von geben. Also es wird gegeben, sozusagen. Ja? Hm. So that something exists is a gift. Also dass etwas
existiert, ist von der Sprache her schon ein wie ein Geschenk, etwas, was gegeben wird. There is a notebook. The notebook has been given. Da gibt es ein Notizheft und das Notizheft wurde gegeben. Who gives it? Being itself, I don't know. Wer es gibt, das weiß ich nicht. My point is that there's a basic generosity in reality. Was ich hier gerne vermitteln möchte, ist, dass es wie so eine grundlegende, allem zugrunde liegende Großzügigkeit gibt. To be is to be object of a gift. Und allein zu sein ist, bedeutet schon, dass ich ein Geschenk erhalten habe. To exist fundamentally and authentically is to surrender. Und dir allein die Tatsache, dass ich existiere, bedeutet schon, dass ich mich hingegeben habe. Is that right? What I said? Yes, beautiful. Thank you. Thank you so much. I don't make it very easy for Vandana. We have a desire to surrender. Wir haben einen tiefen Wunsch danach. Whether we're spiritual or not. Egal, ob wir jetzt spirituell inkliniert sind oder nicht. Do you think? I feel that. Glaubt ihr das? I feel that there's something we go around in our lives and want to relax and want to let go of that. Es gibt etwas, was uns im Leben herumwandern lässt und irgendwie diese Sehnsucht danach. Ich möchte eigentlich loslassen und wirklich tief empfangen. I worked 30 years full-time job to buy my house. Ich habe jetzt 30 Jahre lang Vollzeit gearbeitet, um mir das Haus zu leisten. What about just rent a little place on the beach? Warum könnte ich jetzt nicht so ein kleines Hütchen am Strand mieten? Just let go. Und einfach mal loslassen. Let go. Surrender. Das alles wieder loslassen. And by that in a really common way, just say, don't attach to that. Be more myself. Und dadurch könnte ich dann auf eine andere Art und Weise von dieser Anhaftung loslassen und dadurch mehr ich selber sein. Hmm. And we can do that, and some of us do that. We change our lives, we simplify. Wir können das tun, manche von uns tun das. Wir vereinfachen unser Leben. Hmm. So let's do a mental experiment. Lass uns jetzt mal ein mentales Experiment durchführen. What if I surrender all the material things in my life? Was wäre, wenn ich jetzt mal all meine materiellen Sachen hingeben würde? All the things I attach to, that I think with my mind and my ego that are important. Alles, wovon ich in meinem Geist und in meinem Ego denke, dass sie wichtig wären. All these things that I feel like I should give up and can give up. All diese Dinge, von denen ich denke, na, die sollte ich vielleicht gut mal aufgeben, aber das kann ich irgendwie nicht. Ich bin da noch angehaftet. One after another, right down to my shoes. Ein nach dem anderen, bis zu meinen Schuhen hin. Everything's gone. Dann ist mal alles weg. I stand there on the beach. Ich stehe da jetzt am Strand. What's left? Was bleibt da noch? The soul, we agreed already. Die Seele, das haben wir uns schon bewusst gemacht. But there's also a desire that's Aber left. Dann gibt es da auch noch einen Wunsch, einen tiefen Wunsch. Or maybe the desire is our soul, I'm not sure. Vielleicht ist auch diese Sehnsucht, dieses Wünschen unsere Seele, da bin ich nicht so sicher. And this desire that's left when everything else is gone. Und diese Sehnsucht, die noch bleibt, wenn schon alles andere weg ist. This is called love. Und das nennt man wird auch Liebe genannt. I want to surrender when I have nothing. Ich möchte mich hingeben, wenn ich gar nichts mehr besitze. I don't even have a toaster left to give. Ich habe noch nicht mal mehr einen Toaster. And I want to give. Und ich möchte aber gerne geben. Everyone has this. Und das haben wir alle. All of you feel this fundamental energy of giving. Und wir alle fühlen diese ganz fundamentale Energie oder diesen inneren Drang auch, etwas geben zu wollen. There's a kind of energy that we're made of that's outward pushing. Da ist giving. Eine Energie, die uns kreiert hat, die in und die tief in uns sitzt und die sich nach außen gerne bewegen möchte, in diesem Gebenden, in dieser gebenden Haltung. Mm-hmm. In its purest form, this is love of God. But in any case, it's love. In der puresten Form ist es
Gott, es ist die Liebe von Gott. Mm-hmm. But it's love. It's there. It's something that drives us. It makes us get up in the morning. It makes us go to work. It makes us do everything we want, even material things. This is the energy of love. Es ist die Energie, die uns alles tun lässt. Das ist die Energie der Liebe. Es ist die Energie von Gott, die uns morgens aufstehen lässt und unsere Arbeit machen lässt und viele materielle Dinge auch tun lässt einfach. This is what in the Vaishnava tradition we call Shakti, energy, Shakti. Und in der Vaishnava Tradition wird das auch Shakti Energie genannt. And in particular Prema Shakti. Und jetzt im Speziellen Prema Shakti. So divine. Energy, divine loving energy. Sorry. Es ist die göttliche liebende Energie. Hmm. So I, you could attack me and say, oh, we're just egoistical then, because at the bottom it's I want or I desire. Du könntest jetzt sagen, Moment mal, das ist doch irgendwie egoistisch, oder? Weil ganz auf der Basis am Ende bedeutet es ja doch, ich will irgendwas, ich wünsche mir. But I think this is a spiritual attraction. A spiritual energy. Aber ich bin der Überzeugung, dass es eine spirituelle Energie und Anziehung ist, die da stattfindet. It's my soul that wants to move outward and connect with your soul. Es ist meine Seele, die sich nach außen bewegt und sich mit eurer Seele verbinden möchte. And your soul that wants to move outward and connect with God. Und es ist deine Seele, die sich nach außen bewegt und sich mit dem Göttlichen verbinden möchte. There's a primal attraction, a primal desire, a beautiful desire without an object. Da ist so eine ganz grundlegende Wunsch und Sehnsucht, sich da zu verbinden, ohne eine Ursache. And that is the divine inside of us. Und das ist die Energie von dem Göttlichen in uns, in jedem von uns. So I think we have this desire to surrender that comes from there. Ich glaube, dass wir diese Sehnsucht, uns hinzugeben, die kommt auch von dort. But the whole problem of surrender is that we resist. Aber die ganze Schwierigkeit in der Hingabe ist, dass wir irgendwie Widerstände haben dagegen. Why does my teacher tell me to surrender? Warum sagt mein Lehrer mir, dass ich mich hingeben soll? Because I'm not surrendering. Weil ich es nicht tue. I resist. I say no. I say wait. Ich sag immer noch, Moment mal, warte mal. Ich habe Widerstände. Yeah, I have hesitation. Ich zögere. What am I afraid of? Wovor habe ich denn eigentlich Angst? Why don't I just surrender? Warum kann ich mich nicht einfach hingeben? I talk with the most advanced saints in Vrindavan. Ich habe mit den fortgeschrittenen spirituellen Menschen in Vrindavan gesprochen. And they look me in the eye and they say, why don't I just surrender? Und sie gucken mich an in die Augen und sagen, warum gibst du dich nicht hin? Think of a child, a newborn child. Denk mal an ein neugeborenes Kind. Already surrendered. Es hat sich schon hingegeben. Never had ego and already gave it up. Es hatte noch gar kein Ego und hat das schon abgegeben. You know the way an absolutely newborn baby moves with jerking hands and. So wie die Neugeborenen sich bewegen, die zucken so ein bisschen mit den Armen rum und gucken hin und her und. Attached to nothing. Und die sind an nichts angehaftet. Surrenders to the mother. Es ist komplett der Mutter hingegeben. And the mother is mostly surrendered to the child as well. Und die Mutter ist total hingegeben zu dem Kind. Mm-hmm. And then the child starts to develop a self, an ego. Und dann beginnt das Kind ein Selbst und auch ein Ego zu entwickeln. Learns that it has some things and doesn't have some things. Das bedeutet, es lernt die Bedeutung von ich habe etwas und andere Sachen habe ich auch nicht. Sometimes hungry, sometimes not. Manchmal ist es hungrig, manchmal ist es nicht hungrig. Sometimes cold, sometimes warm. Manchmal fühlt es sich heiß, manchmal ist es kalt. And worst of all, the calamity of life. Und dann gibt es auch diese Schwierigkeiten im Leben. That sometimes mama's not there. Diese Unsicherheit, manchmal ist die Mutter nicht da. That I'm not attached to my mother anymore. Oder ich bin jetzt gar nicht mehr so angehaftet an meine Mutter. This is a process that we all go through. Das ist ein Prozess, durch den wir alle gehen. But it's a process that we can understand. Aber das ist ein Prozess, den wir verstehen können. And I'm not suggesting we should be babies again. Und ich schlage jetzt hier nicht vor, dass wir wieder Babys werden sollen. But if we understand what made us leave that condition.
Aber wenn wir verstehen, was uns eigentlich dazu gebracht hat, dass wir aus diesem Zustand der Hingabe ausgetreten sind, our attachment to things. Das ist unsere Anhaftung an irgendwelche Dinge. But also and above all attachment to the idea that I am I am I. Und dieses Anhaften, dass ich bin, diese Idee von ich habe eine eigenständige Identität. This entire Western idea of the self. Diese komplette westliche Idee und dieses Konzept von dem Selbst. The passport person, let's call it. Diese Person, die einen Passport besitzt. Is a blockage from us understanding who we authentically are. Das blockiert uns von dem tiefen Verständnis, wer wir wirklich in der tiefsten Ebene sind. It keeps us from having a relationship with our soul. Das verhindert, dass wir uns wirklich mit unserer eigenen Seele verbinden und da eine Beziehung fühlen. And a relation with others. Und dann auch Beziehungen mit anderen. Because a relation with other is also always a relation with the soul of the other. Denn wirklich eine Beziehung mit jemand anderen, eine tiefere Beziehung mit jemand einzutreten, bedeutet, dass ich mit der Seele von dem anderen eine Beziehung eingehe. It stops us from understanding that we're spiritual beings. Es hält uns davon ab, wirklich zu begreifen, dass wir eigentlich spirituelle Wesen sind. That we have a spiritual identity. Und dass wir auch eine spirituelle Identität besitzen. And it keeps us most of all from letting go of the ropes and falling into the river of spiritual energy that's flowing all around us. Und vor allem hält es uns davon ab, all diese Seile loszulassen und uns ganz in diesen Fluss hinzugeben, was es diese spirituelle Energie jetzt bedeutet, in diesem Fluss wirklich mitzuschwimmen. So, conclusion. Was ist jetzt hier die Schlussfolgerung? Surrender is desire without an object. Hingabe bedeutet, dass ich eine tiefe Sehnsucht und ein Wünschen nach etwas habe, ohne dass es an ein Objekt gebunden ist. That we are this spiritual desire. Dass wir dieses spirituelle Sehnen schon sind, dass es in uns ist. Is that right? And the longing we feel, we all feel, this is not attached to an object. Und dass diese Sehnsucht, die wir tief in uns fühlen, dass die nichts mit irgendetwas Materiellem zu tun hat. And the closer we can come to understanding what it means to love, to desire without an object, without interest. Und je mehr wir uns dem annähern, an diesen tiefen Sehnsucht, dass das nichts Materielles bedeutet, the more we will understand ourselves. Umso mehr werden wir uns wirklich selbst verstehen können. And the happier we will be. Und das bedeutet dann auch eine Form von Reinheit. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.